Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das heutige Video ist wieder eine Buchvorstellung. Und zwar ist es das Buch von, ich werde hier nochmal ein Bild einblenden, von Larry Wingate. Halt den Mund, hör auf zu heulen und lebe endlich. Der Tritt in den Hintern für alle, die mehr wollen. Ich habe mir gedacht, ich stelle mal dieses Buch vor, denn ich wurde auf Instagram schon gefragt, was das für ein Buch ist. Denn ich habe ein paar Passagen geteilt, die ich persönlich gut finde. Ich mag das ganze Buch, also ich habe bis zur Seite 118 gelesen. Das habe ich noch alles vor mir. Ich freue mich schon drauf. Also das Buch ist wirklich etwas anderes, ne? Wie beschreibe ich das denn? Das Buch, also ich persönlich finde, es fängt so richtig auf bei Kapitel 14 an, ab Kapitel. Die Hitze setzt mir zu, Leute. Ich finde, dass das Buch ab Kapitel 4 so richtig anfängt, denn bis Kapitel 4 erklärt Larry Wingate so ein bisschen, um was es geht, was man so erwarten kann von diesem Buch. Ja, also das Buch gibt dir sehr, also ich rede von mir, das Buch gibt mir einen Arschtritt, dass ich machen soll und aufhören soll zu jammern, wirklich. Ich lese mal ganz kurz hinten vor, was da steht. Direkt, provokant und kontrovers. Ein Tritt in den Hintern fördert das Denkvermögen. Bestsellerautor Larry Wingate räumt gründlich auf mit abgedroschenen Motivationssprüchen, Binsenweisheiten und selbsterzeugten Stressfaktoren und appelliert an unsere Eigenverantwortung. Anstatt zu jammern und sich dauernd krampfhaft mit anderen zu vergleichen, gibt es für Wingate nur eins: sein Leben immer wieder bewusst selbst in die Hand zu nehmen. Ein Ziel, das für den Leser so fordernd wie befreiend ist. Und da ist zum Beispiel eine Passage drin. Also der nimmt zum Beispiel auch solche, wie hat er das Kapitel genannt? Nieder mit den Selbsthilfegurus, so Sachen. Er nimmt da zum Beispiel solche Sprüche wie Einstellung ist wichtig und dementiert das Ganze dann, wo er dann sagt, ja, ne, auch wenn du eine gute und positive Einstellung hast in deinem Leben, bringt sie dir nichts, solange du nicht diese positiven Gedanken auch in Taten umwandelst. Oder wie hat er geschrieben, solange du positiv denkst, das bewahrt dich nicht davor, dass dir Scheiße passiert. Ne? Ich meine, ich merke es bei mir in der Hinsicht, seit 3 Jahren hänge ich da und suche eine Ausbildung. Und die letzte Woche war wirklich frustrierend, was es mit Absagen, wo ich mir denke, sag mal, halten sich die Leute wirklich das Eis an die Stirn? Es ist einfach nur frustrierend. Aber ich denke mir so, okay, gut, ne? Ich kann nicht mehr machen als einfach nur mache, ne? Weil, wie er auch so schön sagt, wenn Leute hingehen und sagen, ich gebe 110%, sagt er, das ist Schwachsinn. 80% ist eigentlich das, ne? 100% ist das Limit, es geht nicht mehr. Man kann nicht 110% gehen, wenn die Grenze 100% ist, so. Und das ist, wo ich mir dann auch denke, okay, ne, wo ich mir dachte, ja, es ist einfach geil. Es ist einfach ein saugeiles Buch. Oder wo er abgeschrieben hat, da war, er hat nur irgendwie so ein Meeting gehabt mit einem Chef und verschiedene Angestellte, dies, das von dem Chef. Und wo er dann gesagt hat, du musst nicht bei der Arbeit bleiben, die du gerade tust, wenn du einfach gar keinen Bock mehr drauf hast. Und da war einer Mitarbeiter dabei, der dann gesagt, okay, gut, ich kündige jetzt sofort hier an Ort und Stelle. Ach, da war irgendwas mit, niemand kann sie zu irgendwas zwingen, also keine Ahnung. Es gibt auch solche Dinge, wo man selbst reinschreiben kann. Hier zum Beispiel, ne, wie ihr seht, könnt ihr selbst reinschreiben. Und wo er am Anfang auch schreibt, wenn ihr das Buch, also er hat gesagt, er fordert uns, also nicht die Leute, mich jetzt mal, also mein Mann hat das Buch eigentlich für uns gekauft, deshalb bin ich eher dazu verneigt,
verleitet, dass ich halt eher einen Platten und einen Stift hole und mir dann die Sachen dort aufschreibe, ne? Oder ein Buch extra mir kaufe und dann die Sachen dort reinschreibe, anstatt das in das Buch zu machen. Ich werde auch nichts markieren oder so. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ich könnte ja meinem Mann auch das gleiche Buch kaufen. Dann hat er seine Version, ich habe meine Version. Und dann kann man unabhängig voneinander sich die für sich selbst wichtigen Dinge markieren, anstreichen, an den Rand von der Seite was schreiben, die Dinge ausfüllen, die er da extra dafür gemacht hat. Denn er hat gesagt, wenn du so blöd bist und das Buch irgendjemandem ausleihst, deine Version davon, mit deinen Notizen, glaub ja nicht dran, dass du das so wieder zurückbekommst. Ne, überhaupt. Glaub gar nicht dran, dass du es wieder zurückkriegst. Deshalb, wo er gesagt, wenn du möchtest, dass jemand dir nachstehen, dass das Buch auch liest und dies, das, kauf ihm am besten eine neue Version davon, dann hat er seine eigene, wo er selbst Sachen reinschreiben kann und dies, das finde ich sau cool, dass er einen wirklich dazu auffordert, das Buch, sag ich mal, jetzt auch so zu markieren und dass da halt so, ne, gekritzelt drin ist, sag ich jetzt mal. Weil ich persönlich bin so, ich mag meine Bücher nicht verschmutzen. Ich habe ein Buch, das seht ihr eventuell, oder auch nicht, ich glaube nicht, das ist da oben, das ist das hier von, ups, jetzt ist gerade mein Lesezeichen rausgefallen, und nee, ich war eh nicht weit. Hier von Stephen Fry, Mythos, da habe ich auch angefangen, mir die Seiten mal zu markieren, was ich wichtig finde, und was ich cool finde. Und ich muss mir auch demnächst mal nochmal Textmarker kaufen dafür, weil die gehen auch mittlerweile leer, weil sie auch alt sind. Genau, und das ist halt, eigentlich traue ich mich das halt nicht, das in meinen Büchern zu machen, weil ich mir so denke, ich würde die eigentlich nicht schrecklich machen. Und was ist, wenn das doch das Falsche ist, was ich markiere? Weil es ist noch so im Kopf von der Schulzeit, wisst ihr, da haben wir ja irgendwie so komische Pflichtlektüren bekommen, da musste man Sachen oder Stellen markieren. Ich habe das immer mit Bleistift gemacht, denn die Sachen, die ich markiert habe, waren eigentlich immer falsch, weil ich immer auf das Falsche geguckt habe. Aber ich habe einfach angefangen zu realisieren, so im Privaten, das ist mein Buch und wenn ich das, diese Passage toll finde und das, ne, mein Ding ist, wo ich denke, okay, da möchte ich mich dran festhalten und immer dran erinnern, wenn ich das Buch wieder durchlese, dann ist das meins, ne, und keinem anderen irgendwas. Und, genau, habe ich auch lernen müssen, so. Aber da das Buch eigentlich uns beiden gehört, halte ich mich da doch dann zurück, ne. Genau, aber eines muss ich gerade wirklich vorlesen. Habt Geduld. Und das lese ich alles von unserer kleinen Passage. Und zwar schreibt er, die Überschrift ist, hören Sie auf, etwas nur zu versuchen. Wenn er sagt, wenn man sagt, dass man etwas versucht, dann ist das so eine Ausrede an sich selbst. Und das, ich lese mal gerade kurz vor. Versuchen ist ein Wort, das Sie benutzen, wenn Sie nicht den Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Wir sollten alle nur ehrlich sein. Sie fragen mich, kommen Sie zu meiner Party? Ich antworte, nein, ich möchte nicht zu Ihrer Party kommen. Ich würde mir lieber ein Auge ausstechen, als zu Ihrer dummen, langweiligen, lahmen Party zu kommen. Das ist Ehrlichkeit. Aber keiner von uns würde das wirklich tun, oder? Natürlich nicht. Es ist einfach leichter zu sagen, ich werde es versuchen. In den meisten Fällen ist versuchen eine Ausrede sich selbst gegenüber. Es eröffnet ihnen einen Ausweg. Ja, ich werde es tun, ist eine Verpflichtung. Bei einer Verpflichtung kann darauf bestanden werden, dass man sie einhält. Bei einem Versuch geht das nicht wirklich. Auch wenn dann nicht getan wird, was versucht werden sollte. Denn man kommt ihnen dann immer mit der patentierten Ausrede, es ging nicht, ich habe es aber versucht. Und das liebe ich so sehr, denn man erlebt es ja eigentlich irgendwo immer, ne, ja, ich versuch's oder ich gucke mal, ne, ob ich das so und so hinkriege. Und in den meisten Fällen ist es dann doch manchmal wirklich so, dass dann nichts zustande kommt. Ja, wo ich mir dann denke, okay. Und das, ich muss auch sagen, ich habe da persönlich auch immer so ein Problem mit, Leuten direkt zu sagen, was ich halte von irgendwelchen Dingen, was ich gerne wirklich möchte, ne? Aber das ändere ich jetzt auch so peu à peu, dass wenn da irgendwie eine Sprache von irgendwas ist, das will ich nicht, ich habe irgendwas anderes im Kopf, dann sage ich das auch. Auch wenn es ein paar Minuten später ist, ist mir egal. Ich will meine Sache gesagt haben, dass die Leute wissen, was ich so gedacht habe, ne? Und es ist ein Prozess, bin ich ehrlich, weil es ist mir halt immer schon schwer gefallen. Also jetzt nicht so, dass ihr denkt, dass ich andauernd lügen würde. Das nicht, auf gar keinen Fall. Nur halt,
um meine, wenn es um meine eigene Meinung geht, ist es sehr, sehr schwer, die zu vertreten. Ne? Vor Freunden, vor allen eigentlich, vor allen Menschen, vor allem. Ne, es ist einfach schwierig für mich schon immer gewesen, meine eigene Meinung von irgendwelchen Menschen zu vertreten. Aber das ist jetzt vorbei und das hat auch damit zu tun, was letzte Woche mit Bewerbungsdingern zu tun hatte. Das sind Sachen passiert, Alter, wo ich mir denke, das Maß ist voll. Ich lasse mich nämlich für dumm verkaufen, nur weil da Leute hole, die mir eventuell eine Arbeit geben könnten, heißt's nicht, dass die auf mir rumtrampeln können wie irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe doch noch meine Würde und so. Und das Buch hier hilft mir wirklich, meine Werte zu erkennen, dass ich auch meine Werte habe, dass ich die, ne, dass ich für die einstehen darf, dass wenn ich das nicht möchte, ich das auch sagen kann und auch dann, ne? Das ist halt krass und ich bin halt, wie alt bin ich? 23? Ich finde es halt auch irgendwo toll, dass ich das in so einem jungen Alter dann doch auch schon mitbekomme, weil es gibt Leute, die sind 30, 40 und raffen dann halt erst, dass es halt, dass manche Dinge gar keinen Sinn machen, weil sie einem selbst so krass schaden. Und ich bin so froh, dass ich so ein Mensch bin, dass ich reflektiere wirklich jeden Tag, was ich vielleicht hätte besser machen können, in was für einer Situation. Dann sage ich mir, okay, gut, du machst das dann in der nächsten Situation einfach besser und versuch einfach dran zu denken. Genau, es ist manchmal schwer, in Situationen an alles zu denken, was man sich gesagt hat, ne? Aber manchmal kriegt man es hin und das wird. Es ist ein Prozess und ich bin mal gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Denn ich habe auch gesagt, ich möchte ein anderes Mindset haben. Ich möchte einfach ein anderes Denkmuster haben, denn manchmal sind meine Gedanken so, ich kann das nicht oder so, oder halt negativ formuliert, obwohl ich es ja eigentlich positiv meine, wisst ihr? Das hat ja auch schon Adrian Rusbel, Erfolg aus Prinzip, in dem Buch hat er das ja auch schon gesagt. Er sagt es hier in dem Buch auch übrigens, dass man einfach die Gedanken nicht einfach, es ist auch wieder ein Prozess, aber dass man die Gedanken ändern soll, in der Hinsicht, dass man sie einfach positiv gestalten soll. Da hat er Affirmationen aufgeschrieben. Hier habe ich es, und zwar: Heute konzentriere ich mich auf den Augenblick und verschwende keinen Gedanken an die Vergangenheit oder die Zukunft. Ich habe mich gerade sehr weit nach links gelehnt, das tut mir leid. Ich hoffe, ich war nicht aus dem Bild. Denn das sind solche Dinge, so solche positiven Dinge. Oder heute verbringe ich den Tag voller Freude und über das, sorry, heute verbringe ich den Tag voller Freude über das, was ich tue. Das sind solche positiven Dinge, die werde ich mir versuchen täglich durchzulesen, weil die bewirken doch schon was in mir, vor allem weil ich auch, wie soll ich denn das sagen, mein Herz und meine Seele, ich weiß es nicht, sind halt geöffnet für solche Dinge. Ich habe auch angefangen, mir solche, das hört sich bestimmt so komisch an für euch, vielleicht aber auch nicht, vielleicht seid ihr auch auf dem Trip, beziehungsweise denkt ihr in diese Richtung, findet das allgemein toll. Und zwar habe ich mir angefangen, ich habe mir eine App aufs Handy geladen, wo ich hier lerne, was Buddhismus ist und solche Dinge. Nicht so in der Hoffnung, dass mein Leben dadurch besser wird, wenn ich, ne, anders denke, sondern einfach, dass auch meine Handlungen anders werden. Dass ich einfach auch mal anfange, anders zu denken. Denn so wie ich halt, sag ich mal, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, bin ich ganz ehrlich, aber ich persönlich habe das Gefühl, so wie ich aufgewachsen bin, war halt nicht so cool, weil immer wenn ich was wissen wollte, was in Richtung Arbeit geht, Haushalt oder was weiß ich was, hieß es, nee, das brauchst du jetzt noch nicht, später irgendwann aber schon. Und mir wurde nie gezeigt, wie irgendwas funktioniert. Und auch als ich zum Beispiel shoppen gehen wollte, so mit 14, 15, damit ich Geld verdiene, weil ich Dinge haben wollte und da würde ich Geld verdienen. Und dann wurde mir gesagt, dass... Ja, also zum Beispiel wollte ich Zeitungsaustragen gehen, weil ich liebe die Natur, ich möchte draußen rumgehen, ich will meine Ruhe haben, ne? Will ich immer noch, wenn ich irgendwas tue. Zeitungsaustragen ist eigentlich so, finde ich gar nicht so kacke, ne? Man hat seine Ruhe, man weiß, wo man überall hin muss und wenn man es getan hat, dann ist man fertig, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr versteht das, was ich meine gerade.
Und dann wurde mir halt gesagt, ja, aber du weißt schon, du musst das dann im Sommer machen, wenn es heiß ist. Du musst das machen im Winter, wenn es arschkalt ist. Du musst es machen, wenn es regnet. Ja, wo ist denn da bitte der Unterschied bei anderen Arbeiten? Okay, meinem Bürojob hockt man mit dem Arsch in einem warmen Zimmer. Okay, ne, aber es ist doch meine Entscheidung, was ich machen möchte. Und ja, da wurde mir halt das Gefühl gegeben, bringt doch eh nichts, muss nichts machen. Ja, geile Scheiße, ne? Ich wurde, ne, und das finde ich halt blöd, dass die mich da so verkorkst haben, bin ich ganz ehrlich. Und das ist jetzt eine Heidenarbeit für mich, das Ganze nochmal auszubügeln und mal nochmal klar zu denken. Bin ich ganz ehrlich. Und ja, ich werde gucken, dass ich eventuell einen Link dazu in die Infobox packe. Könnt ihr mal drauf gucken, vielleicht interessiert es euch. Und dann würde ich aber sagen, war es das mit dem Video? Genau, es kamen noch ein bisschen andere Themen damit rein, aber ist ja nicht schlimm. Ich bin ja flexibel, alles gut, ich hoffe ihr auch. Und dann werde ich euch das Video von letzter Woche verlinken. Ich weiß, es hat mit dem Video gar nichts zu tun, aber ich werde es euch verlinken. Da habe ich nämlich versucht, oder ich habe es ein bisschen hinbekommen, einen Jeffree Star Make-up-Look nachzuschminken. Schaut es euch sehr gerne an. Ich werde es euch hier oben in der Infobox verlinken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video.